Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zum Kartoffelkropflog oder so ähnlich. Das letzte Video war jetzt das Kalken und das aktuelle Video, jetzt geht's an die Äpfel. Wir haben jetzt den 3. Oktober heute, Feiertag, Samstag und ja, da ist blauer Himmel, der Himmel ist eher grau. Das Wetter ist ein wenig so lala, aber es soll die nächsten Tage vielleicht auch Regen kommen. Und deswegen haben wir entschieden, wir graben die Äpfel. Gestern habe ich schon mal angefangen, eine Reihe Lilly habe ich raus und die vier Reihen Futterrüben. Also Futterrüben waren nicht zu viel, das habe ich aber gleich gesagt am Anfang vom Jahr. Das ist nicht der bombastischste Ertrag, aber immerhin zum ersten Mal probieren. Die Futterrüben beziehungsweise Rangessen habe ich vorhin gezogen, weil es einfacher war. Und weil ich nicht riskieren wollte mit dem Glanngrube oder die Rüben kaputt zu machen, habe ich mir gedacht, dann mache ich die mit Händ. Wie gesagt, zu viel waren es nicht. Radladeschaufel voll vielleicht. Ja, gibt es Besseres, aber das ist mir wurscht. Die raus, eine Reihe von die Lilly angegraben. Das waren zwei große Äpfelsäcke voll. Und die A-Reihe von den Bamberchen, das wird circa, ein halber Sock. Wobei ich da sagen muss, bei den Bamberchen habe ich die Maschine falsch eingestellt gehabt und wahrscheinlich falscher Drehzahl oder falscher Geschwindigkeit oder sonst was. Es hat auf jeden Fall nicht gepasst, so wie es war. Die hat es mehr reingegraben als ausgegraben und irgendwie hat es den Bulldog auch quer gezogen. Naja, schauen wir mal. Aber, wie gesagt, die Schleuder funktioniert, so viel ist schon mal klar. Das ist schon sauber, seht ihr ja. Davor habe ich kein Video gemacht, weil wie gesagt, war der allererste Versuch mit der Schleuder. Ich habe letztes Jahr mit meiner alten Schleuder erst einmal ein paar Versuche gemacht, bevor ich ein Video davor gemacht habe. Ja, da musste ich erst einmal rumprobieren. Der wird jetzt dann an eine KA15 kommen, da muss ich den Kalkstreuer am Abhänger und irgendwo zwischenbargen. Ja. Kalken. Da ist ja auf dem Hängen noch ein bisschen was drauf. Noch ist noch was drauf. Der Tal, der gehört da auf. Und der Tal gehört gestreut, wo die Kartoffeln jetzt waren. Und dann ist der Kalk auch weg. Das ist wie gesagt noch der Hänger voll. Aber wisst ihr ja vom letzten Video. Jo, ansonsten. Ja, wie gesagt, Kalkstreuer mal auf Seiten stellen. Und dann den da noch KA15. Weil die Bamberger Handler, die muss ich ja mit der Schleuder raus tun. Also die brauche ich mit dem Samrock auch nicht probieren, weil die sind so klar. Die fallen durch das Sieb da oder leicht durch. Da bringe ich einen ganzen Finger durch und die Bamberger, die sind teilweise kleiner wie mein kleiner Finger. Und die brauchst du damit nicht groben. Hat gar keinen Sinn. Deswegen habe ich ja die Schleuder, weil ich da auch gefragt worden bin. Bei Facebook war das, glaube ich. Ja, warum hast du eigentlich zwei Rode? Wozu braucht man zwei Rode? Wenn du den Samro hast, brauchst du die Schleuder nicht. Wenn man Bamberger Handler macht, dann braucht man Schleuder. Und ich meine, die Bamberger Handler sind halt nur mal mit einem Haufen Handarbeit verbunden. Das heißt, du schleuderst da raus und dann gehst du jeder Reihe nach und sammelst die Äpfel raus. Und wenn sie ein wenig verschützt sind, dann musst du ein wenig noch wühlen. Also quasi könntest du eigentlich gleich vorhin rausgraben. Und das macht Bamberger Handler zum Beispiel auch saumäßig teuer. Weil wenn du da welcher kaufen willst, deswegen habe ich es immer so gehalten. Wenn ich jemanden welcher gegeben habe, habe ich gesagt, also wenn du das Kilo willst, das Kilo 57 bei mir, weil ich habe einen Haufen Arbeit damit gehabt, sonst friss ich es halt lieber selber. Ist akzeptiert worden. Und gut ist. Ja. Wie gesagt, da geht es jetzt dann gleich los, hoffe ich. Ich hänge jetzt da mal noch den anderen an. Und dann, ja, schauen wir mal. Thank you.
Ja, jetzt probieren wir mal. Und die müssen den Kopf euch einziehen. Thank you.
Ach ja, mit den Äpfeln, das ist ja so ein Drama. Ja, das ist so ein Drama. Ja, wir haben mittlerweile, heute ist der 3. November. Und ich habe immer noch 3 Reihen Bamberg hier drin. Jetzt wollen wir eigentlich aufschnauben. Ich muss nämlich schneller sein. Ja, geht halt nicht, ne? Wir haben schon wieder Regen draußen. Eigentlich wollte ich ja ein Silo mehr, aber aktuell nieselt es schon wieder. Es hat die letzte ganze Woche geregnet, die vorletzte ganze Woche geregnet, die vorvorletzte Woche komplett geregnet. Ja, immer mal wieder, dass du ein bisschen was machen kannst, aber wenn es zu nass ist, kostet halt nichts erben. Ins Feld rein brauche ich nicht. Da werde ich jetzt warten, bis der erste Frost kommt. Das ist halt so. Der Ackerbau ist soweit durch. Aber gut. Aber was anderes, weil ich schon oft jetzt darauf angesprochen worden bin, was eigentlich meine Viecher machen, die waren schon vermisst, habe ich schon länger nicht mehr gezeigt, ob ich die überhaupt noch alle habe. Na, selbstverständlich habe ich die noch. Ja, mal eben. Ja, Feigelchen. Ja, ja, du, ja, du bist das Feigelchen. Ja, bist du das Feigelchen? Ja, du bist das Feigelchen. Oh. Ja, mit deiner Flügelohren. Eigentlich hätte ich die Dumbo nennen können. Schöne. Ja, und da sind die Uma und die Raglan. Uma? Uma? Hallo? Oh Mann. Nee, ihr habt jetzt schon 3 Arme, Gott, das langt. Und heute früh ja. Ja, der möchert immer. Der möchert immer. Ja, die Feigensäcke sind noch da, die Daisy ist auch noch da. Ja, wenn es jetzt alles so läuft, wie es laufen soll, dann wird es auch voraussichtlich kommenden Samstag gut. Schauen wir mal. Also, guckt sie. Ja, du. Du, Daisy. Nee, wieso? Aber nee. Ja, und die anderen 3 sind noch da. Das da drüben ist auch eben. Das da ist auch eben. Und die dunkle ist eine Sau. Die habe ich noch. Ja, sind nicht weg. Hat sich kein Abnehmer dafür gefunden. Jetzt habe ich gesagt, dann bleiben sie einfach da, ist mir egal. Ja, eigentlich wollte ich die Uma ja noch einmal decken lassen. Es ist auch ein wenig ungünstig, dass jetzt 3 da sind, weil die fressen natürlich unheimlich viel. Aber ich habe jetzt die 3 noch da. Und ja, gut, dann. Wenn sie sich nicht verkaufen, ich meine, behalten durch sie nicht auf Dauer, das wisst ihr. Ich meine, die Schweine habe ich für einen anderen Zweck und dann geht halt auch mal eins zum Metzgeld. Ist einfach so. Kann man da nichts machen. War auch nicht geplant, aber gut. Mach jetzt auch kein Drama drum. So wie es ist. Die Daisy ist ja aber außen vor. Und die anderen, ja, die wachsen und gedeihen. Und jetzt den Ebert hat sich, das ist ja eine stattliche Brumme geworden. Ne? Ist ja ganz schöne Kavinsmann. Schwer ist er auf jeden Fall. Sau schwer. Ich schätze ihn locker auf 55 Kilo. Und die Saudore, die kommt ziemlich nah. Auf rund 50 Kilo. Die Daisy natürlich nicht, also die hat höchstens die Hälfte. Aber ist auch schwer. Und der da hinten ist auch ein wenig leichter. Aber ja, im Großen und Ganzen. Ich denke, die entwickeln sich ganz gut, das passt schon. Ja, so viel Zeit die Schweine da hin. Ich schwitze ein wenig, ja, ich habe es auch gerade ausgemisst. Es ist Dienstagabend. Ich sag 3. November. Und ich habe mir gedacht, Mensch, komm, jetzt wird's auch mal wieder Zeit. Hilft nichts. Das ist, wenn es draußen so feucht ist und mit dem ständigen Regen, die bringen einen Haufen Schlamm rein und Dreck rein. Und jeden Tag ist dann alles so feucht dahin und so klamm. Ich habe das Fenster immer noch an Spalt offen, dass natürlich ein wenig Luft reinkommt, dass ein wenig zirkuliert. Aber das ist halt wie gesagt keine Dauerlösung. Naja. Ja, ja, ihr bildet euch schon wieder was ein. Das weiß ich schon. Ja, und da hinten die Hühner. Nein, ihr geht auch nicht mehr raus. Und da den Stall habe ich frisch gemacht, in welcher der Feuchtigkeit, die wir haben. Das ist einfach mit dem ständigen Nassen kein Spaß mehr. Ehrlich wohl. Ja,
gesagt, alles frisch gemacht da hinten. Ja, ja. Die haben jetzt die ganze Zeit immer Schrot gekriegt. Jetzt habe ich ihnen nochmal wieder was rein. Also ganzen was. Die ganze Zeit haben sie immer geschrotet, das Zeug gekriegt. Ja, mit den Hühnern. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Eigentlich hat die um sich ja mit meiner Schweine angelegt. Also mittlerweile bin ich so weit, dass ich so... die legen jetzt, sind ja Haufen neuer dabei. Also alter Hühner habe ich noch. Die dunkle Hühner da oder dazwischen. Und die da oder. Dann die weiße da hinten ist noch ein alter. Und das ist noch ein wenig älterer. Ja, aber die legen alle überhaupt keine Eier mehr. Schon seit Monaten nicht. Ich habe ein neuer Hühner dazu im Juni oder Juli, denke ich. Und ich habe von den Hühnern kein einziges Ei gehabt. Ich habe es probiert mit Kistler da hinten, mit Heu drin. Die haben es mir bloß zugeschissen. Ich habe es probiert mit anderen Futter. Ich habe ein Legekorn zugehen. Die kriegen Obst und Gemüse, die kriegen die Schale, die kriegen Kartoffeln. Ich weiß nicht. Ehrlich, wo ich bin und verzweifeln. Die Hühner machen einen Haufen Arbeit, die machen einen Haufen Dreck, wenn ich ehrlich bin. Und haben aber überhaupt keinen Nutzen mehr. Ich habe einmal angefangen mit 6 Hühnern und die haben so viele Eier gelegt, dass wir als Familie nicht mehr nachgekommen sind. Ja, und jetzt habe ich da hinten 21. Und habe kein einziges Ei mehr. Nee. Ich weiß nicht. Ich denke, mit Hühnern werde ich aufhören. So wird es wohl drauf hinauslaufen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe gedacht, das ist die Vogelmilbe. Ich nutze ja aber regelmäßig Kieselgur. Nein, ist es nicht. Ich habe gedacht, vielleicht liegt zum Sauber machen. Deswegen habe ich den Stall der Hunden einmal öfter sauber jetzt. Nein, da drin liegt es nicht. Ich habe gedacht, vielleicht sind es die Legenäste, dass er die nicht mögen. Stellst du in die Kisten mit Heu rein? Nein, das ist es auch nicht. Ich bin ehrlich, warum verzweifeln also mit Hühnern? Vergib mir ehrlich gesagt die Lust. Ich habe schon überlegt, ob ich die Hühner da rausschmeiße und nur die Schweinerei, die Ferkel, dann könnte ich nämlich die Oma mal wieder belegen lassen. So Stall wäre ja groß genug, so ist es ja nicht. Ist ja eigentlich auch Schweinestall da. Bin ich manchmal wirklich am Überlegen. Aber gut, schauen wir mal. Jetzt habe ich Ihnen, wie gesagt, erst einmal wieder eine Futter. Vielleicht ändert sich danach was. Ich probiere es jetzt immer wieder mit was anderem. So, ich weiß, das bringt wieder überhaupt nichts, aber dann halte ich es am nächsten Bosch. Kauer ja den Mars nicht. Bagage. Immer bloß ausfressen, denke ich. Ja, wie gesagt, also so schaut es da aus. Und hinten bei der Rinde, da bin ich halt schon fertig. Das machen wir morgen oder wenn es am Morgen hell ist draußen. Da schauen wir am Ende zu denen. Ja, da gibt es auch Infos. Die Kühe haben Blut entnommen gehabt am Freitag. Ich habe mir am Freitag extra freigenommen dafür, der Tierarzt war da. Das ist die BHV1-Untersuchung. Das ist ein Herpesvirus, den Rinder kriegen können. Und da musst du jedes Jahr dann Blutabnahme machen. Wir sind jetzt keine Sperrzone für BHV1. Aber wir müssen auch jedes Jahr einen Test machen. Also quasi Blutentnahme für das Labor. Hey. Die Oma, die wird stinkert. Schlimm. Ja, müssen wir regelmäßig machen und das ist gemacht worden. Hat wunderbar funktioniert. Ich habe es ans Halfte genommen. Und ja, bei der Röller ist es schwierig gegangen, die wollten nicht. Aber die Anne ist ganz gut gelaufen. Blutuntersuchung ist gemacht. Bislang habe ich noch nichts Negatives gehört, also denke ich, ist alles gut. So viel dazu und weiter geht's dann, denke ich, wenn es ein wenig heller ist. Ja, das letzte Mal waren wir ja unten im Schweinestall. Ich habe gesagt, wenn es einmal heller ist, dann machen wir mal auf den Gassenstall. Ja, wir haben ja jetzt mittlerweile den 8. November
Und ich würde sagen, das Video mit den Kartoffeln, das tue ich einfach an der Stelle jetzt einmal abbrechen, weil es ist einfach noch zu feucht, um die restlichen rauszutun. Kommt aber auch noch, ja, 8.11. heute ist ein Vlog gekommen, der Vlog mit der Silage. Da steht ein Fatzkeppeln, den ich gekriegt habe. Ja, wie gesagt, wir beenden jetzt das Video einmal an der Stelle, weil sonst, ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich noch viel später werden, bis das einmal kommt. Ich werde jetzt darauf warten, dass der erste Frost kommt, oder ich brauche noch ein paar durch, wo es ein wenig trocken ist. Also im Feld jetzt mit der Erbsenschleude. Du schaust dann noch aus wie Sau, der Bulldog schaut aus wie Sau, die Fuhr schaut aus wie Sau. Und die Äpfel gräbst du auch nicht schön raus, weil der Boden einfach zu nass dazu ist. Ja, apropos nass. Wir kennen ja das ewig selbe leidige Problem. Der Bagger war wieder mal nicht da, das Jahr, wie ich noch gebraucht hätte. Jetzt wäre er da, jetzt ist es wieder zu nass dafür. Immer noch nichts passiert. Kommt noch. Alles geplant. Naja. Aber ich wollte ja sagen, das letzte Mal war die Schweine drunten und ich wollte ja eigentlich auch mal wieder die Kühe zeigen. Na, das heißt, das auch einmal. Vermisstenmeldung, sich da gar keine Viecher mehr. Ist ja wie gesagt schon Kummer. Ja, denen geht's gut. Geht's prächtig. Da sind sie. Da oben liegt der Jockel. Der alte Blödmann. Der legt sich ständig mit der Adele an. Ja, und da Maggie, Emma, Röller, Gandhi, Adele. Die Adele kriegt langsam richtig eine Hanne, aber richtig. Und auch bei der Röller. Kummer sei jetzt noch und noch. Jetzt müssen wir schnell meinen Wasserkübel da umstöpseln, weil sonst läuft alles über. Ja, ich bin gerade dabei, da oben mein Wasser aufzufüllen, dass das saubere passt. Um die neue Woche. Im Hintergrund der Radau, das ist wieder die Schrutmühle. Ich tue gleich ein wenig Getrau mit Schruten. Dann sind die Fässer auch wieder voll. Langt mir auch wieder eine Zeit lang. Ja, und ich so. Da steht mein Bagage. Ah, die Röller entwickelt sich jetzt richtig prächtig. Kriegt da immer länger Hanne. Immer längere Hanne. Die hat jetzt am 31.10. Geburtstag gehabt. Ah, Jorbon. Ja. Röller? Adele? Nein, die sind beschäftigt. Ja, das ist der Grasball, den ich gesagt habe, der wo da drüben liegt. Da. Da wird es dann da lang reingeschmissen, dass wir was zu fressen haben. Ja, wie gesagt, ich lasse auch nichts verkommen. Ja, da waren wir mal wieder bei den Viechern, weil ich auch gefragt worden bin, wie es jetzt eigentlich mit dem Betrag ausschaut, wie es da jetzt weitergeht. Also wir haben letzte Woche am Samstag in Scheien bei Pfaffenhofen an der Ilm noch Teile geholt. Ja, Zapfwellenschutz, Ansatz Kotflügel, vorderer und hinterer Kotflügel komplett neu. Wir haben geholt Unterlenke und Hubspindeln dafür. Ja, und ein paar Schrauben, ein paar Radmuttern mit Limesringe. Was haben wir denn noch geholt? Ein Felch haben wir gefunden. Ja, das ist auf jeden Fall passiert. Weil ich da einmal wieder gefragt habe, ja, wie geht es denn da weiter, wie geht es denn da weiter? Also noch einmal an der Stelle, der MB-Trag ist ein Projekt. Wir haben noch zwei Tore auf dem Hof stehen. Und ich bin auch schon fleißig dabei, Teile zu organisieren, wenn ich eben was auftreibe. Wie jetzt zum Beispiel dann im Dezember kommt ja noch der Motor und das Getriebe. Aber das Projekt geht leider nicht mehr heuer los, weil einfach zu viel anderes Zeug da ist. In der Maschinenhalle steht jetzt gerade die Karossen vom Roadster. Also wer jetzt sich fragt, was für Karossen vom Roadster. Wer vom letzten Jahr das Video mit dem Miststreuer noch kennt, der weiß, ich habe letztes Jahr eine Palettenrunde gekommen. Das ist eben diese Roadster-Karossen oder was vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, letztes Jahr gefilmt habe. Das ist diese Karossen von meinem Vater, sein Roadster. Er hat einen Smart Roadster, der ist kaputt gewesen, hat er mal einen Schaden gehabt, da ist der Rahmen ein wenig verzogen, beziehungsweise die Karosserie selber ein wenig verzogen und er hat einmal einen aufgetrieben und ja, das Projekt steht eigentlich auch schon seit, ja, ich glaube es sind bestimmt schon 6 oder 7 Jahre. Jetzt hat er es endlich einmal runter, die Karossen muss geschliffen werden, die muss ausgerammt werden, dann soll sie lackiert werden und dann wird auf der quasi der Roadster neu aufgebaut. Das steht schon ewig lang an, wird schon ewig lang gemacht. Das ist jetzt das wichtigste Projekt. Dann, ich habe noch den Eichepflug zum Zusammenrichten.
ist ja auch ein längeres Projekt schon. Es ist der Container noch nicht ganz fertig, da fehlt noch was. Der Aufbau oben drauf, den werden wir auch hoffentlich jetzt demnächst einmal kriegen. Müssen wir mal schauen. Dann da hinten die komischen alten Bulldog. Der RS09 und der 300er Hanomag, das sind nicht unserer. Die gehören am Bekannten. Der wollte eigentlich für den RS09 schon lange einen Motor auftreiben. Mein Vater hat gesagt, wenn es zu weit geht und das Zeit bleibt, dann soll er es entweder holen oder wir fahren selber mal zur Trabenei, weil steht eigentlich auch im Weg rum. Wäre eigentlich auch sowas gewesen, was gemacht hätte, gehört. Also wie gesagt, wir haben Arbeit en masse am KA15, ist vorne der Kurbelwellendicht drin kaputt. Der ist entweder beim Einbau oder was beschädigt worden, wissen wir nicht. Korbasieren war ja eine neue. Ja, muss eine neue rein, der liegt auch schon ewig. Mein Auto braucht immer noch die Grußerwartung, quasi Zahnriemenwechsel, den Auspuff machen, Hohlraumversiegelung, Rostschutz und. Ist auch was, was anliegt. Also heuer war das mit dem MP3 leider nichts mehr. Ist einfach so. Wir können auch nicht alles auf einmal, das geht nicht. Also das beherrscht, glaube ich, keiner auf der Welt, dass man mal so husch husch aus dem Ärmel das alles so rausschüttelt und macht. Also ich kann euch ja mal zeigen, den Truck. Da steht er. Ja, hinten das eine Rad ist auch nicht rum drauf gebaut, beziehungsweise die zwei Räder sind auch nicht rum drauf gebaut, weil das haben wir dabei gehabt. Ihr seht, der Mulcher ist weg, der ist verkauft, der ist noch Scheiben untergegangen und der Frontlader ist demontiert. Der steht schon unten vorm Stottel. Ja, und so schaut jetzt der Truck aus. Wie gesagt, kommt alles, kommt Zeit, kommt Rad. Ich bin wie gesagt fleißig dabei, Teile zu organisieren und wenn das einmal alles da ist, dann kann man den Motor und das Getriebe irgendwann einmal in Ruhe überholen, dass das fertig ist, kann das gleich lackieren und herrichten. Dann die Reifen einmal organisieren, dann kann man die ganzen Reifen neu aufziehen, die Felgen gleich mit lackieren. Die Kotflügel, die oben drin liegen, haben wir gesagt, die sind ohne Rostschutz, die werden wir auch einmal dann schleifen. Dann werden sie auch wahrscheinlich, oder was gemeint, mit Spritzspachtel behandelt, beziehungsweise Fuller, grundiert, lackiert und dann wird so langsam, aber sicher doch auch an dem was angefangen. Aber wer sich jetzt die Hoffnung macht, dass der Bulldog jetzt dann die nächsten, ja, keine Ahnung, 3-4 Wochen oder was fertig ist, nein, wäre zu schön. Also ich habe es jetzt wieder beim Silo gemerkt, jetzt haben sie den Ton weggemacht, sorry. Ich habe es wieder beim Silo gemerkt. Ich habe einfach am IHC zu wenig Licht. Ich habe am Truck ja die Fronthydraulik liegen. Die soll ja dann mit noch an der Front zapfeln. Dann ist geplant, dass der ordentlich LED-Scheinwerfer kriegt. Und dann ist das Ziel für die Zukunft, den Schlepper zu nehmen um zu mehr. Moment, ich muss den Schlauch gleich nochmal umstecken. Komm. Ja, dann ist auf jeden Fall geplant, den Schlepper zum Mäher zu nehmen. Da ist auf jeden Fall dann gut geeignet mit der Fronthydraulik. Da soll dann auch noch ein Frontmähwerk her. Aber auch noch nicht jetzt, weil das stelle ich mir jetzt dann her und dann stütze halt da und ich brauche es ja eigentlich noch nicht. Sondern halt auch irgendwann einmal. Ja, weil ich jetzt gerade meinen Kalkstreuer da sehe. Wer sich fragt, bleibt jetzt das Holzding zu Hause stehen? Ne, natürlich eigentlich nicht. Auch noch ein Projekt und die Mähdresche halt braucht noch ein neuer Boden und die Wand muss gerichtet werden, weil die ist am Eifallen. Welche der Trockenheit über den Sommer hat sich der Lama-Boden unten drunter zusammengezogen. Und die Wand hat sich ja geneigt, war am Ausfallen quasi. Ja, das sind alles so Erben, die jetzt dann kommen, noch und noch. Aber es wird. Stückles weiß, würde ich so. Es wird. Gut, dann wie gesagt, sollte das jetzt an der Stelle gewesen sein für das Video. Die restlichen Äpfel, die Bamberge, werde ich mit Sicherheit noch filmen irgendwann, wenn sie rauskommen. Aber heute und morgen wahrscheinlich nicht. Kommt alles. In diesem Sinne. Ich hoffe, das Video hat jetzt gefallen. War lang, ich habe schon wieder viel zu viel gelabert. Aber
Ihr kennt mich ja. Das ist ja normal auf meinem Kanal. Wer ein Problem hat, der muss ja nicht einschalten. Gut, dann wünsche ich euch was, eine schöne Zeit. Bis die da. Servus.